So, Freunde, jetzt nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Ich war noch gemutet, habe ich gerade gesehen. Ja, wir sind wieder am Reacten. Wir sind heute bei den Allerjudsten. Ein Video, was schon einen Monat alt ist, aber ich tatsächlich einfach komplett verpasst habe. Und zwar, wir übernehmen einen Bauernhof und eskalieren komplett. Das werden wir uns jetzt reinziehen gemeinsam. Habe ich richtig Bock drauf. Und ja, ich habe einfach mal wieder Bock zu reacten. Deswegen, let's go. Like lassen wir schon mal da. Original-Link natürlich in der Videobeschreibung. Let's go. Kann nur witzig werden. Oh wei, oh weh. Die Allerjudsten. Es So ist 8 geil. Uhr morgens, mitten auf dem Land. Kühe, Hühner, frische Landluft. Und mittendrin die Allerjudsten. Allein, dass die da schon wieder oben ohne stehen, ist einfach krank. Einfach so unnötig, aber wichtig. Ich habe mir heute was ganz Besonderes für die Jungs ausgedacht. Oh, ey. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen, denn wir sind hier bei den Allerjudsten und heute sind wir auf einem Bauernhof und alle da draußen fragen sich wahrscheinlich, wie ist so ein Tag auf dem Bauernhof und deswegen würde ich sagen, oh, bevor das aber losgeht, würde ich sagen, wir ziehen uns erstmal um. Und die Allerjudsten haben sich natürlich was einfallen lassen. Wir sind jetzt auf dem Bauernhof und machen verschiedenste Challenges. Und was wären wir nicht ohne ein kleines EE? Ohne Revi einfach der größte Bauer. Oder Ron. Das sind die größten Bauern. Diese Handschuhe. Freunde, ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen für diese Folge. Denn es gibt eine ultimative, krasse Bestrafung zum Schluss. Die Jungs wissen tatsächlich leider gar nichts davon. Ich weiß alles. Und Freunde, ich würde sagen, wir gehen rüber und werden die Ziegen und Kälber füttern. Abfahrt. Ey, ich bade nicht in Scheiße. Ey, Bro, warum bestrafen? Digga, in Scheiße. Guck mal, wie er Ich lacht. Das bade ist nicht in so Scheiße. Wir sind nämlich hier auf dem Bauernhof Schimmel. Der hat hier sich wirklich einiges einfallen lassen. Und deswegen würde ich sagen, lass uns direkt reingehen und erstmal die Kühe und die Ziegen füttern. Ich bin der Partykuh. Mu, 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 mu. Ich mache montags. So, Jungs. Auf an die Ziegen oder die Arme und wir gehen Alter! rüber. Ja, die haben Bock. Ruhe! Die haben Hunger. Ey, die haben Hunger. Wir drehen gerade! Lukas, was ist Hier sind noch eine Mistgabeln. Lukas, was ist eine Ziege? Das ist doch der Wahnsinn. Wir sind ja auf dem Bauernhof und wollen jetzt. Da schau einfach mit neu dabei. Und die Jungs sind wieder am Rumtrödeln dahin. Kann man die einfach Müsst so ihr mal ein füttern? Bisschen rasseln mit den Eimern? Ey, wo krieg ich jetzt Rasseln? Hab ich Rasseln gehört? Hier wird ganz frisches Heu eingeliefert. Oh, guck mal, die fressen mir aus der Hand. Wie die Frauen. Na ja, komm her. Oh, Alter! Wer hat's gefilmt? Carsten! Oh mein Gott! Der hat mir meine halben Hand weggezogen. Aber nein, er darf es nicht! Was soll ich denn machen? Das ist aggressive, Bro. Das ist aggressive, Bro. Der muss weg. Sebastian, lauf einfach. Der ist sau aggressiv. Digga, der ist aggressiv. Wir haben frisches Heu reingetan. Ich persönlich bin Jetzt kommt der Bauer. Meinung, man sollte den Job ernst nehmen. Digga, Mann! Digga, was ist das für ein Bild, Bro? Was ist das für ein Ron dreht einfach den Spieß um. Ey, wir holen ganz kurz die, das frische Wasser ab. Hey. Du frisst aus der Hand oder gar nicht? Hey. Hallo Kollege! Wow. Merken die so charakterlich den Menschen, weil Amar steht die ganze Zeit alleine da? Weiß ich auch, ja. Weiß ich nicht. Ich kann ein Kunststück, guck mal bitte hin. Wow! Der tanzt mit mir. Ich schwitze schon, guck mal, wie ich schwitze. Bei mir tropft es runter. Das ist ja jetzt schon anstrengend, nur von dem hier. Ja, während ihr hier Scheiße baut, arbeiten wir, ja? Wir arbeiten. Wir versorgen die Tiere mit H2O, Digga. Ey, H2O! Ja, hier drin wohnt es gechillt. Komm mal zum Hintereingang. Komm. Doch, mit Rutsche. Guten Morgen. 5 Minuten auf dem Bauernhof, die können das Ding gleich wieder dicht machen hier, ey. So, nachdem wir hier die Ziegen-Hühnerfütterung durchgeführt haben, fahren wir fort zum nächsten Teil und zwar Rinderfüttern. Die sind schon alle schwer hungrig. Begrüßen die dich gerade? Ja, klar. Alter, und vor allem gelbe Futtereimer. Meinst du, ich kann die anfassen? Nee. Aha. Oh ja, hier gibt's ein bisschen frisches Stroh. Sascha, ich komme! Gib Revi noch keinen Radler! Ich geb dir 50 Euro, wenn du neben so eine Kuh gehst. Kann man die streicheln? Komm mit. Genau neben die. Jungs, jetzt wird gestreichelt. Ja, greif, greif, greif! Und jetzt hoch! Jetzt Junge, nach oben! Was machen die? Jetzt nach oben und so kippen! Ja! Der Profi, Digga! Will die hier nicht versch. Oh, hey Lukas!
Der guckt mich echt an wie ein Angriff, Digga. Alter, das ist ja krass. Die machen, die setzen Angriffe auf. Achtung, mal loslassen! Nein, nein, nein! Mies verkackt. Ja, nein, das macht man so! Ist das krank? Wie viel Mädchen? Das ist dumm. Ja, ich find's gut, ey. Was bist du für Nichtschutz, ja? Nachdem die Jungs vernünftig die Kühe gefüttert haben, hat Marc mal wieder nur Quatsch im Kopf. Xing, Shang, Chong, wer verliert, legt sich hin und kassiert. Okay. Xing, Shang, Chong! Ja! Wir sind raus! Wir sind raus! Ja! Ja! Stopp mal, ich muss gehen, Digga, Bro. Komm! Xing, Shang, Chong! So Jungs, genug Spaß gehabt, denn was die Gruppe noch nicht weiß, es warten Challenges auf sie. Durch diese Bestrafung würde ich nur ungerne gehen. Es muss in Zweierteams mit einem Traktor erst durch einen Parcours und dann eine Pyramide aus Heuballen gestapelt werden. Einer fährt, der andere dirigiert. Die schnellste Zeit gewinnt. Jungs, strengt euch an, nimmt wirklich den richtigen Fahrer, weil sonst ist scheiße. Der ohne Führerschein fährt. Zuerst an der Reihe. Team. Einer mit und einer ohne deutschen Pass. 3, 2, 1, los! Ja, schön einschlagen! Nimm direkt den hinteren! Der Profi, der Profi. Unter die Gabel! Rein, rein, rein! Weiter rein! Weiter! Und zieh, 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 zieh! Vorne durch! Der fährt nicht! Der fährt nicht, der ist viel zu langsam! Neigen, neigen, neigen! Schieb rein! Schieb rein! Schieb rein! Stopp und zurück! Hinteren! Bestes Team! Langsam schlagen, neigen, neigen, die Gabel runter neigen, 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 neigen. Rückwärts, vorsichtig und Gummi, Gummi. Jetzt habe ich den Turbo ausgepackt. Schieben, super, gehen. Ah, da guckt der Turbo. Hoch, super. Das ist der Turbo hier. Raus. Ja. Stopp, stopp. Bruder. Das wird keiner so krass machen. Wir gucken mal, wie das aussieht. Der war so stark. War so stark. Der Bauch. Als nächstes Team. Einer hat keinen Führerschein. Wartet wer? Wo ist Gas? Wieso fährt der denn? Ich bin doch auf der Bremse. Stopp. Ey, vom Bulldog abgewürgt. Die Bremse. Das kann entspannt werden. Ich glaube, irgendwie bei der Einweisung von dem Trecker, da hat Marc, glaube ich, irgendwie jetzt nicht richtig hingeluschert. Ich lass jetzt los. Oh, Digga, oh es geht schon los. Jetzt? Okay, macht er gut. Ja, Digga, wie ich hier durch. Ich groove hier durch. Marc! Ja, Mark, wo ist die Bremse? Wo ist die Bremse? Was macht der denn? Mach an! Rückwärtsgang! Er hat das Ding einfach abgewürgt! Guck mal, wie ich das mag. Ich dreh die Kupplung. Der geht so wirklich die Kupplung. Ja. Boah, kannst du mal Lukas machen? Ich glaube, ich habe Mühe. Wirklich? Digga, der meint gerade, das Ding kostet 150, ne? Ja, nee, nee, warte, die Kupplung ist gedrückt. Warte, ich geh auf N. Auf N. Ja, auf N, mach mal an. Ja. Und. Lukas, alles gut, ich bin wieder da. Super, super, super. Gabel runter. Gabel runter. Digga, wie fahren wir jetzt wieder? Bremst. Stopp. Bremst. Stopp. Bremst. Stopp. Bremst. Das ist schon wieder aus. Das ist Alter, so geil. Arsch. Jetzt schickt er den. Habt ihr die Folge gesehen, wo sie bei der Fahrschule waren? Der ist auch ein legendär. Top, 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 Mann. Hoch, hoch. Okay, was jetzt, was jetzt? Wende. Ich bin mal vorwärts. Ich dreh so. Wende, wende. Ja, ich fahr vorwärts weiter. Wende. Weg da, Sascha. Der prügelt jetzt. Jawohl, jawohl, jawohl. Hab ich hier mit dem jemand zu tun, der psychopathisch am Steuer ist? Und zurück. Das Baby läuft. Tür. Was wollen Sie machen? Zurück. Es ist wieder ausgegangen. Zurück. Zurück. Ich mach das Ding rückwärts klar. Bleib weg. Mach, falsch. 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 Digga. Bleib ruhig. Alles gut. Ich bin wieder da. Ey. Mark. Das wird eine Bestzeit, Sascha. Mach. Ich komm wieder. Schaff's. Ich bin da. Und jetzt fahr so rum. Fahr so rum. Leg ein. Da. So, ey. Wie runter? Ja, gut. Zurück. Warte, stopp. Stopp. Wirklich, macht keinen Spaß. Ich mach hier wirklich keine Show. Rein, rein. Warte. Ja, ja. Spieß auf.
fährt einfach weg. Er fährt einfach weg. Bestzeit. Also ich muss ehrlich sagen, Marc, nach der Fahrt steht dem Führerschein nicht mehr viel im Weg. Gar nicht. Team große Schnauze, aber Form wie ein Gorilla. Los geht's. Schöne Schwenkung. Schön, gefällt mir. Ich nehm die. Nee, du bist doch nicht auf Posi. Alles gut. Mach dir keinen Stress. Ja, noch ein bisschen. Noch Ron hat's raus, Alter. Ron hat's raus. Hoppala. Nee. Wie geht der an? Du musst noch einen Ticken zurücksetzen und dann kannst du vor. Boah, das Ding geht nicht an. Guck mal. Neutral. Mach ihn an. Du willst mich verarschen, oder? Nein, Nico, Ron will dich nicht verarschen. Die Frage, die wir uns jetzt alle stellen, kann Ron die beste Zeit noch schlagen, Kappa? Nein! Natürlich kann er. Alles gut. Nimm gleich zwei gleichzeitig. Level up your gaming space with metal posters from Displays. Scheiße, Digga. Werbung, Alter. Okay, jetzt ruhig. Was machst du? Ich mach ihn doch hoch. Hier, den hier. Nein! Knicken! Ich bin raus, mit dem arbeite ich nicht zusammen. Jetzt habe ich alles raus. Ja. Kriegst du den umgeworfen? Hey Digga, das ist zu schwer. Ja, warte, ich zeig dir das mal kurz. Warte! Aber jetzt kommt Marc. Warte. Mach erstmal den Führerschein. Oh. Ich hätte schon gedacht, dass Ron irgendwie fahren kann. Aber Digga, wow, ich hätte niemals gedacht, dass man erstens so Scheiße macht. Aber er hat halt auch einfach gar nicht das gehört. Das war komplett schrecklich, oder? Hör auf! Ron, lass! Ron, mach aus! Also Ron, wirklich, das war gefährlich. Wie fandest du die Teamarbeit mit Nico? Also die war super. Also mit 35 seid ihr verdient der letzte Platz. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Ron. Das gibt für euch einen Punkt. Der zweite Platz liegt bei 9 Minuten 56 und 27 Sekunden. Das ist der zweite Platz hier mit Sascha und Marc. Und tatsächlich bei einer Rekordzeit, und ich habe es schon direkt rausgeschrien, 4 Minuten 48 und 44 Sekunden ist unser Team. Damit nehmen wir 3 Punkte mit. Sascha und Marc nehmen 2 Punkte mit. Ihr nehmt 1 Punkt mit. Wir gehen direkt drüber. Wie kann man einfach schlechter sein als Marc? Wir sind bei der Kartoffelsortierer-Challenge angekommen. Wir sind jetzt hier auf einem riesen Traktor, alle 6 Mann. Wir treten immer in Zweierteams an. Revi und ich gemeinsam treten hier an, um unseren Titel zu verteidigen. Nico und Ronison und Marc und Sascha. Wir müssen hier die Kartoffeln wegsortieren. Und jedes Mal sind da immer Steine mit zwischen, das werdet ihr sehen. Die müssen wir wegsortieren. Jedes Mal, wenn eine hier hinter die Linie kommt, dann ist vorbei. Und es gibt immer einen Strafpunkt. Das Team, was am wenigsten Steine durchlässt, hat natürlich gewonnen. Geht's los? Es geht los, ja. Ich bin schon hier, ich mach hier schon alles. Und du guckst auf die Crane, ja? Okay, ja. Ja, ist ja noch langsam, was hier abgeht, Alter. Ja, Jetzt 5, 6, 7, auch noch ein Stein. 10,25 tatsächlich. 10,5 stimmt. Ey Sascha, geh du nach unten, ich mach hier oben. Ey Marc, du musst jetzt gleich wühlen, ja? Ja, aber wühl da unten schon. Geh runter und wühl, Digga. Raus. Ja, Digga, weil ihr könnt euch die Technik angucken, wie man es richtig macht. Ich wühl hier wie eine Wühlmaus, Marc, Digga. Wühl. Ich wühl so heftig Marc, wie eine Wühlmaus, Digga. Marc, du musst wühlen. Ja, Mann. Wühl da unten, wühl doch da unten. Ich wühle. Marc, du, jetzt kommt viel, Marc. Ja, Sascha, wir sind so gut, Digga. Digga, was fühlst du nicht da unten? Ich wühle. Ja, 7. 7. Du hast so heftig gewühlt. Wir können. Hier sind viele. Digga, ich bin hinterher. Du musst wühlen. Ich will weiter unten. Hey, wieder kommt nochmal eine volle Ladung. Ich bin dabei. Wir sind ganz viele Steine. Hier wird so weggewühlt. Das ist so krank. Ist so gut, ey. Wühle wie ein Wühlmaus. 3. 4. Hier kommt nichts mehr. 6. Digga, halt's Maul, hier ist nichts. Ich schwöre, meine Mutter, da ist 7. Ey, noch ein. 8. Halt's Maul, das ist so gekämpft. Mama, die labern so. Nein, zeig den Leuten. Oh, das ist eine Kartoffel. Okay. Dann schmeiß ich alle Kartoffeln weg in die Welt. Mit 10 Strafpunkten auf dem letzten Platz. Nico und Ron, trotzdem, ey, alles gegeben. Auf dem zweiten Platz Sebastian und Amar. Wer ist auf dem ersten Platz, Sascha? Auf dem ersten Platz sind Marc und ich und nehmen zum ersten Mal 3 Punkte mit. Let's go. So, hier stehen wir vor unserer Hühnerwiese. Eier sammeln. Weg da! Kann man die einfach so packen? Ja. Warum? Ganz ruhig. Geht weg! Weg von dem Traktor, geht weg! Boah, wenn der dich anschaut, das wäre so geil. Das wäre so geil. Oh, dein Kopf, siehst du das? Digga, wie hast du das gemacht? Jetzt musst du packen.
Ja, Ron hat, Ron, Ron hat eins. Ron hat eins. Der hat mich so weggeschlagen, der hatte gar keinen Bock. Ich will euch nichts tun. Ich will euch nur kurz Hallo sagen. Oh, ich hab Mut! Ich hab Mut! Ja. Auch wenn er kommt, dann reagieren wir nicht, okay? Hey, ja. Amar bekommt gleich noch eine Bestrafung, weil er als einziges nicht geschafft hat. Das nicht geschafft hat. Ich finde es auch so krass, dass Amar es einfach nicht hinbekommen hat mit diesem Mut. Ja, Amar ist dann auch da hinten. Wie er da mit diesem Mut mitläuft. Okay, wir waren jetzt hier in dem Riesenbereich, wo die Hühner leben und die Eier legen. Hier ist der Hühnerstall. Wir fahren jetzt zur letzten Challenge. Wir haben die Eier aufgeladen mit Lukas gemeinsam. Was auch immer jetzt gleich die letzte Challenge sein wird, wir werden es jetzt erfahren. Let's go. Wir sind jetzt im Eierkeller und Lukas ist Eierkeller, oder? Ist der Eierkeller hier? Eierkeller-Sortierer-Raum. Genau, wir werden Eier sortieren. Wir haben sie ja gerade auf der Wiese gesammelt. Wir haben die Stapel hier, gehen übers Förderband und werden dann in die jeweilige Gewichtskategorie einsortiert. Genau. Und dann müssen wir in die Verpackung gehen. Jetzt hier werden die Eier durchleuchtet. Hier müssen wir gucken. Einmal hier drauf drücken. Wenn ihr das Geräusch hört, und dann einmal durchleuchten, einmal reingucken. Sascha, schau mal rein, was du da siehst in dem Eierding. So, perfekt ist natürlich, wenn jedes Fach hier voll ist, ne, dann seid ihr richtig flott. Wir können jetzt mal ein bisschen sortieren. Und dann nehme ich dir einfach den Karton hier. So, das Paket ist fertig, das kommt jetzt hier rein. Ron und ich werden jetzt zeigen, wie man Eier einsortiert. Okay, los! Start! Ja. Schön, Ron, schön. Weiter geht's. Ey, willst du alleine einsortieren oder soll ich dir helfen? Naja, je nachdem. Hier ist ein El Reno, kommt halt hier rein, ne? Hier rein, ja? XL hier oben. Kommt! El Reno. Hau mal die nächsten Eier rein, Ron, komm. Hier sind schon da. Wo kommen denn die weißen M-Eier rein, Digga? Digga, nur die Big Brawler hier im Stab. Ron, kontrollier mal bitte die Eier. Ich schau schon die ganze Zeit mit drauf. Kann es weitergehen, Nico? Ja, hau direkt den nächsten Stash drauf, Digga. Ich kann mehr Geschwindigkeit vertragen aktuell. Du kannst ruhig danach direkt das nächste draufballern. Hast du hier noch die Dinger im Blick? Ob hier ich auch alles die ganze Zeit im Blick. Hau direkt die nächsten drauf, wenn du fertig bist. Jetzt gerade die vierte Ladung. Digga, ich find's gerade so komisch, dass Eier so aussehen, wie sie aussehen. Okay, wir sind durch. Stopp. Okay, 3, 2, 1, go. Alle kaputt. Ich guck hier, jetzt musst du reinmachen, weil ich guck hier immer durch. Ja, guck mal, ich hab's echt geschafft, dass alle da sind. Siehst du das, Digga? Da kleben aber einige Federn an dem einen Ei. Marc, ich mach gleich den dritten und vierten sauber. Du weißt schon, dass du farblich sortieren musst. Marc, ich mach den dritten. Dann check ich gerade, ob die Eier da drüben auch alle clean sind. Check dir alles. Marc? Die Eier sind hier alle so clean, Digga. Marc, hier kommt nicht dick. Er kommt halt gar nicht hinterher. Ich kann hier nichts machen, weil hier noch die Eier liegen. Alter, Bro, letztes Ei. Ey, es quillt über, ne? Du bist hier gleich sowas von raus, Digga. Marc, rede mit mir. Was soll ich machen? Ich versuche gerade auf hektisch, diese Eier hier einzusortieren. Marc, checkst du im Augenwinkel links, ob alles clean ist mit den Eiern? Das sind alle clean, das habe ich im Auge. Das ist gar nichts clean. Warum denn? Kaputt. Ihr habt alles verkackt, die Eier werden falsch sortiert hier gerade. Guck mal, das ist doch kein Essei. Ihr müsst aufhören. Sei mal kurz leise, Die Eier werden sei mal kurz leise, weil ihr zu langsam seid. Sei mal kurz leise. Das ist doch kein Essei, das gehört doch nicht hin, das ist schon kaputt. Die ganze Maschine kaputt. Sei mal kurz leise! Die ganze Maschine ist kaputt. Ihr müsst nochmal durchlaufen lassen, die ganzen Eier. Oh. Zugriff bei der Sortierung, ne? Du hast nicht zugehört? Nein, ich auch nicht. Auf die Plätze! Fertig! Look! Oh shit, es gibt 10 Strafminuten, Alter. Erstmal. Aber dass nur ein Ei kaputt gegangen ist. Oh, schneit wieder. Sick, der, Alter. Falscher Karton. Boah, das könnte ich aber auch nicht hier. Ich hab so viel Vertrauen in diese Hühner. Da passiert nichts bei den Eiern. Da ist keine Scheiße drin. Das sind die perfekten Hühnereier. Ja. Kaputtes Ei ist nix. Ja. Auf Play, du Idiot. Ist nix. Alle ist nichts. Ist nichts. Ah, es reißt aus. Der Karton ist kaputt gegangen. Perfekt. So. Da sind doch noch nicht alle Eier einzeln. Ja, soll ich die meine Mutter verstecken? Ey, mach wieder an. Er prüft noch. Er hat noch nicht mehr. Das ist ein Fehler. Ein Ei. Ja, stopp. Das sind doch nicht genügend Eier, du Mistblut. So, Freunde.
Freunde, dritte Challenge ist auch durch. Da war natürlich einiges an Konzentration gefordert. Und man hat ja gesehen, dass es bei einem Team an Konzentration natürlich gehapert hat. Und dieses eine Team möchte ich natürlich einmal ganz kurz begrüßen, denn sie haben sage und schreibe 6 Minuten 8 und 39 Millisekunden benötigt. Und das waren einmal Ron und Nickerson. Wahnsinn! Bevor du etwas sagen willst, weil ich sehe schon, dass auf deiner Zunge etwas liegt, möchte ich natürlich den zweiten Platz verkünden. 4 Minuten 46 und 0,5 Millisekunden. Und zwar Sascha und Marc Eggers auf der 2. Und tatsächlich als ob auf dem Podest. Und Emmaier sind mit 4 Minuten 45 und 22 Millisekunden tatsächlich wir. Wir waren eine Sekunde nur ungefähr schneller. Alter, was ja auch total ich will was sagen, nein, bevor du das auf wir kriegen eine Strafminute, weil ein Ei kaputt ist. Gott, danke nochmal, ein Riesendankeschön an Lukas. Hey, Lukas. Ist jetzt genau. Platz. Kommen wir zur Loser-Ero. Für die Bestrafung müssen wir tatsächlich nochmal aufs Feld gehen, weil da habe ich etwas vorbereitet mit dem Team. Nico und Ron. Jetzt pass auf. Spaß bei der ultimativen Bestrafung. Mein Gott. Es gibt nämlich einen Twist in dem Ganzen. Ist ja nur ein Fahrrad. Genau, es ist nämlich nur ein Fahrrad. Wir haben ja heute als Duo-Challenges gemacht, gemeinsam unter Freunden, gemeinsam irgendwie für den Sieg zusammen kämpfen. Aber tatsächlich gibt es jetzt noch eine Ultimate-Challenge und zwar unter euch untereinander. Und dann muss der Verlierer tatsächlich mit diesem Flamingo-Kostüm, mit einem Helm, mit diesem Kinderfahrrad übers Feld fahren und wird von uns tatsächlich mit Paintballs abgeschossen. Geil. Ich mach's. Gut, dann machst du's. Ich sag Paint, ihr sagt Ball. Paintball. Okay, Freunde, wir sind nicht Jackass, wir sind die Allerjutsen. Let's go. Der arme Nico, ey. zu geil, Alter, zu geil. Treffen die überhaupt? Oh, die Beine! Hast du keine am Kopf, weil ich hab nur auf Kopf gezielt. Digga, du nein, Spaß, ich hab aus dem Fuß gemacht. Haben manche von euch wirklich Dauerfeuer gemacht, ne? Ich hab 2-3 Mal geschossen, weil ich dachte, Digga, das ist schon auf dem Fahrrad wirklich erniedrigend. Ich hab probiert, den Bauernhof hier so gut es geht zu unterstützen. Er hat sogar auf der Maske zurückbekommen, hab ich voll. Welcher Ehrenlose hat auf den Kopf geschossen? Das war nein, ich hab nur auf die Beine gezielt. Das war's mit den Allerjudsten. Ich hab wirklich runtergezogen. Lasst einen Daumen nach oben da, liebe Leute. Ich hoffe, ihr fühlt euch unterhalten. Ich hoffe, die Episoden haben euch gefallen. Wir haben hier eine geile Zeit. Wir haben eine geile Gruppe beisammen. Leider wird hier nicht jedem Team gleich respektiert. Es ist in Ordnung, so muss es sein. Genau. Und falls ihr euch wünscht, dass wir als Bestrafung am Bungee springen gehen und demjenigen, der dann springen muss, einfach das Seil hinterhergeworfen wird, im Sinne von, es war nicht befestigt, dann lasst uns gerne wissen. Wir machen mal Lärm für Lazzo, Alter. Hey. Lärm für Lazzo und für Tim Gabel! Die allerjutsten Freunde, richtig nices Video. Ich hab das, warum hab ich das nicht, hab ich das einfach verpasst? Das ist einfach einen Monat alt. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommen, denn ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Original Lingurino ist in der Beschreibung. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Peace out und ciao.